In diesem Video möchte ich euch die Samsung Micro SDXC Karte vorstellen. Das ist eine Karte mit 64 GB in dieser kleinen Größe und es gibt sogar noch einen SD-Kartenadapter, dass ihr das auch in anderen Geräten nutzen könnt. Die Karte kommt echt schlicht verpackt, so sieht das Ganze aus. Man muss sagen, für den Preis von circa 15 Euro bis 20 Euro ist es echt viel Speicher für die Sache. Und wer noch mehr braucht, ja, da sage ich euch, es gibt auch noch mehr. Es gibt diese Karten bis 128 GB hoch. Bei den Karten ist Folgendes zu sagen. Das Lesen ist meist kein Problem. Die Karten sind eigentlich ausreichend schnell. Das Einzige, was bei diesen Karten so ein bisschen in Manko ist, ist das Schreiben. Also wenn ihr oft auf diese Karte schreibt und große Dateien, dann dauert es eben manchmal ein paar Minütchen sozusagen. Das ist das Einzige, was ihr wissen müsst. Ansonsten kommt diese Karte in gewohnter Samsung-Qualität zu euch. Wir schauen uns das hier mal an. Wir haben also hier die kleine Karte und die große. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. Genau, also hier haben wir die kleine Speicherkarte. Hier sind wirklich 64 GB drin. Ist eine ganz normale Micro-SD-Karte und die können wir auch in eine SD-Karte einschieben. Und dadurch hat man die Möglichkeit, dass man wirklich diesen kompletten Speicher sozusagen auch in den größeren Format nutzt. Das soll es von diesem Video gewesen sein. Die Ausfallrate dieser Karte ist auch etwas höher als normal. Also gerade die Bewertungen sagen, die geht mal kaputt. Das heißt, ihr solltet wissen, dass diese Karte wirklich nicht als Dauerspeicher gedacht ist, sondern wirklich als Musikspeicher für Musik, die ihr eh auf der Festplatte habt oder irgendwie immer mal wieder zwischensichert. Ansonsten kommt ihr mit der Karte sehr weit, weil es gibt kaum mehr Gigabyte für diesen Preis irgendwo anders. Das soll es von diesem Video gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao.